Einen wunderschönen und hallo gesagt, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Terraria 1.3, glaube ich. Ja, doch, das passt soweit. Yay! Mit der Zanzara, der Ah! jungen Dame auf der anderen Seite der Leitung und dem Grunchko. Hallo! Hallo. Wir buddeln jetzt hier scheinbar gerade alle wie wild durch die Gegend. Wir wissen Du nicht wirklich, Sack! was wir hier tun. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Was wollten wir denn jetzt eigentlich hier Spannendes machen? Eigentlich brauchen wir Materialien, Schleim. um irgendwie mal was bauen zu können für uns, zum Beispiel Eisenschwerter und so auszurüsten und so weiter und so fort, um uns so ein bisschen auf Erkundungstour gehen zu können. Okay. Ich habe jetzt einige Fackeln gebaut. Oh, der Cole ist ja oben. Das ist ja schön. Ja, ich habe ihm eine Treppe gebaut. Ah. Cool. Cool. Voll cool. Jetzt baust du anscheinend von der anderen Seite unten gegen. Genau. Wenn du willst, kannst du da so eine Leine runtersetzen oder auch nicht. Das ist mir völlig wurscht. Wo auch immer du bist gerade. Ganz tief unten. Da. Buddel einfach nur geradeaus momentan. Hast du denn Ja, noch dann Leinen? kommst du ja irgendwann auf unseren Tunnel. Ja, da bin ich jetzt mittlerweile. Ah, cool. Dann. Oh, ich glaube. Au, au. Okay, alles gut. Was machst du? Nichts. Alles cool? Ja. Okay. Ach so, jetzt hast du das hier dicht gebaut, dass man hier nicht runterkommt? Genau. Oh, du kannst da runter, aber ich glaube, wenn du runterfällst, dann tut's echt weh. Ja, das stimmt wohl. Und deswegen kann man bei uns runter. Und da ist alles safe. Hi. Hi. Nein. Was tust du? Ach, Nichts. ist ja auch egal. Nichts. Nichts. Ich mache einfach nichts. Ich habe hier so einen Blubbel getroffen. Oh, da ist noch einer hinter dir. Ja, da. Und bei Grunchko kommt jetzt mittlerweile auch gerade einer. Und wir haben Gold gefunden. Nee, Was? es ist Eisen. Also Oh. Zinn. Nee, es ist Zinn, Entschuldigung. Muss ich hier die Tür eigentlich mal wieder zumachen oder? Nee. Ja, wäre cool, weil irgendwann kommen die Okay. auch rein. Puh. Ich mag das Dann Seil baue nicht. ich mal das Eisen ab. Das Zinn. Meine Fresse. Oh. Hier ist ja ein Schleimi unten. Töte ihn. Eigentlich habe Hab ich ein ihn. Radar, der sagen sollte, wann, wie, wo, was passiert. Ich habe so viel Lehm. Was mache ich denn da jetzt damit? Entweder schmeißt es weg oder du schmeißt es in irgendeine Kiste um. Ja, Ja, wir was haben kann ja man damit oben. anfangen? Kann man damit auch Wände oder Man kann sowas, oder? damit bauen. Man kann damit Wände bauen. Das ist alles möglich. Everything is possible. Geht wieder los. Wir fangen an. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mir jetzt hier so eine kleine Treppe bauen. Everything is awesome. Oh, da Werde klopft ich. sich jemand. Ja, da. Aber es hat sie gekonnt gemeistert. Ja, das sieht Es schon hat so keiner gut gesehen. aus. Hat ja auch von dem Guten gelernt. Hallo? Ja, natürlich. Oh, da kommt ein Schleim von oben. Schleim von oben und von Schleim von rechts. oben. Nee, Yay, von bei uns. so. Bei mir auch. Da hinten. Ah, okay. Töte ihn. Sag mal, was renne ich denn da Ja, mal komm rein? runter. Angacht. Oh. Glaube, ich baue dir gleich mal ein Holzschwert. Aua. Ja, wäre cool. Warte mal, wo ist denn meine Hier oben Fackel mache ich hier? Ich mal. brauche mal eine Fackel. So. Da so rein? So. Na, geh schon. Wieso Muss macht die noch ein das Stück, nicht? eigentlich ein Stückchen tiefer, oder? Damit wir mal an Holzschwert. wirklich große Sachen kommen irgendwie. Ah, okay. Holzschwert. Hä, warum kann ich denn dann nicht. Wieso kann ich denn nicht einfach wieder hier die 2 anwählen und dann macht er Hui. wieder. Du musst es ganz knapp an die Oberfläche irgendwie von so einem Boden machen, um die Fackel dann da wirklich abzusetzen. Oder an die Wand, geht auch. Nee, wenn. Ich kann irgendwie immer meine Spitzhacke nicht mehr einfach so auswählen, wenn ich so eine Fackel in der Hand habe. Da kann ich dann Ja, nicht die 2 drücken. doch, das klappt eigentlich. Echt? Warte mal. Hier, Holzschwert. An Danke. den Kopf geworfen. Aber wirklich, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Na, solange es nur das ist, Hauptsache der Kopf ist noch dran. Aber ein Kupferkurzschwert ist doch ein bisschen besser. Nee. Ah, das Nee. Kupfer ist schlechter als Holz. Ja, das ist diese Startwaffe halt, ne? Die ist Mann, ey. irgendwie kacker. Kaka. Hier ist schon wieder nur Dreck. Ja, wir müssen hier mal runter irgendwie. Und sollten uns aufteilen. Ich werde mal noch ein bisschen nach rechts graben.
Und wir buddeln und buddeln und buddeln. Ich brauche irgendwann demnächst ganz viel... Also ja. Ich muss, glaube ich, mal eine Nacht draußen bleiben und ganz viel Schleim und so weiter sammeln. Nee, warte mal, Fackeln, wenn du jetzt Fackeln sagst... Tinohr, was ist das denn? Zinn. Oh. Tinohr ist Zinn. Ich hab Zinn gefunden. Yay. Juhu. Ist das gut? Oh, es ist besser als Stein. So, pass mal auf. Und Dreck. Hier. Wow. 38 Fackeln. Es werde Licht. Wow. Du hast noch Fackeln? Hier, Ich hab noch, ja. Hier, du da, du. Du da. Viech. Du Z. 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 Wenn sie nur noch Zed. Zed. Ah, schon wieder ein neuer Spitzname, yay. Yeah. Yay, was sind denn sonst so deine Spitzen? Nee, das Beste fand ich Zanzi. Zanzi. Zanzi fand ich das Beste. Harzi? Zanzi, habe ich auch Zanzi? Gesagt. Zanzi, da hörte ich mich an wie eine Kuh, finde ich. Nee? Kann man, oh, ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Oh, ich habe Wasser gefunden. Echt? Das ist schlecht. Das ist schlecht? Wasser ist immer ganz gemein irgendwie, komischerweise. Warum das denn? Wasser ist doch ja, das gesund. Das Problem ist, dass Wasser du da leicht drin ertrinken kannst halt, ne? Oh, jetzt habe ich die Höhle geflutet, die linke. Nein. Ganz leicht, so ein bisschen nur, ist alles cool. Aber ich sehe halt nichts, hier ist so dunkel. Unglaublich, aber wahr. Ich liebe ja die Musik total. Das bei mir ist sie so leise. Toll, ne? Ich werde mal versuchen, die Höhle ein bisschen auszubauen. Da. So, was geht denn hier noch ab jetzt? Warum steckt ihr denn immer die blöden Fackeln nicht rein? Oh, 8 hatte ich ja gedrückt. Warum steckt denn die Fackeln da nicht rein? Was soll das denn? Das ist, ja, das ist immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Ich hab damit auch meine Problemchen. Okay. Ah, oh, ah, da steckt sie ja. Okay. So, Hauptsache ich komme wieder hoch. Ach, das See weiß Shadad. Niemand so genau. So, wie komme ich denn da dann wieder hoch? Muss ich mal hier mal irgendwie mal so eine Leiter bauen oder so? Ah, was ist das denn? Das Klock. Ist Stein. Ach so. Ah, da ist irgendwas anderes noch dahinter, oder? Das kann gut möglich sein. Bau mich erstmal ganz arg ins Dunkel hier. Ach nee, ich glaube, das ist wieder nur Dreck. Wasser hier so ein bisschen abzulassen. So, jetzt haben wir das Wasser ja auch abgelassen hier mehr damit, ne? Wenn du jetzt einfach nach ganz unten baust, kommst du direkt zu mir. Ja, soll ich das machen? Pff, mach wie du meinst, du kannst auch weiter nach links buddeln erstmal. Das ist ganz dir überlassen. Wie deine Lust und Laune ist. Ich wollte nach rechts. Ist doch was. So, es werde Licht. Doch Gott fand den Schalter nicht. Ist nicht so gut. Oh. Ich glaube, ich buddel weiter nach unten. Ich bin auch noch auf nichts Interessantes gestoßen hier. Nee, ich auch nicht. Ich höre ganz viel Wasser und Zombies. Zombies, ja. Naja, könnte ja schon wieder sein, dass schon wieder... Wie viel Dreckstein, Dreck kann man eigentlich dabei haben? Oh, scheiße, hier kommen Zombies bei mir. Hier kommen eine ganze Menge Zombies bei mir. Oh, shit. Oh, shit. Wo machst du sowas? Klicken, 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 klicken und Ende, klicken und Ende, klicken und Ende. Kommt ihr denn hier? Warum überhaupt? Hierher? Warum kommen wir nicht in Ruhe buddeln? Haben wir irgendwo offen gelassen? Irgendwas übers. Verdammt. Oh. Verdammt, Axt. Hier kommt nichts mehr. Hier kommt nichts mehr. Alles zu. Ah.
So, schauen wir nochmal, wie weit ich hier noch komme. Muss man jetzt hier die ganze Zeit rumgraben? In der Hoffnung, dass man irgendwas findet? Alter Schwede, das ist aber gemein. Ja, so ein bisschen ist das schon, ne? Aber es gibt irgendwann auch ganz tolle Sachen und dann kann man richtig losziehen. Ja, kann man richtig, richtig, richtig schöne Sachen machen. Oh. Wenn man denn mal so weit kommt. Aber eigentlich muss man ja alles quasi so weit weghämmern, dass man irgendwie überall gucken kann, dass man da nichts übersehen hat, ne? Genau. Oh Gott, es gibt auch verschiedene Welten. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade in der Wüstenwelt schon angekommen, weil ich so weit nach rechts gelaufen bin. Unten? Unterirdisch oder was? Aufhören. Ja. Und krass. Da sehe ich jetzt hier nur noch Sand. Aber es gibt halt auch viele Höhlen, die man dann finden kann und erforschen kann. Boah, habt ihr euch tief gegraben, ey. Ich bin, glaube ich, gar nicht so tief. Oh, jetzt kommt hier Zombie. Echt? Oh. Soll ich dir helfen? Ja, nee, schaffst Kontrolle. Du. Was ich aber mal machen werde, ist, dass ich hier mal oben ein bisschen zumache. Oh, da kommt noch ein Zombie von oben. Gesehen. Töten, töten, töten. Oh, scheiße, ich habe mich hier ein bisschen eingebuddelt. Boah, ich brauche Eisen, ey. Oh, ja, was Schaden macht auf Dauer, ey. Na, so. Eine sehr komische Welt, die wir hier haben. Ja, vor allem, dass hier so viele Zombies runterkommen können. Ich habe uns erstmal abgedichtet und auch von irgendwie von Zanzara aus jetzt irgendwie thermetisch verriegelt. Hey, was soll das? Tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Ihr wollt doch nur mich sterben sehen. Aber da unten, da ist ein Zombie bei euch. Ihr habt den Zombie... Ah, nee, doch nicht, das bist du. Das bin ich. Du bist ja auch grün. Du bist ja auch grün. Upsala. Du bist ein Zombie. Nein, bin ich nicht. Wir haben auch Gefühle. Wer weiß das schon. Ich glaube, ich muss gleich mal wieder hoch. Ich habe nur noch eine Fackel. Ich habe noch Fackeln da, noch 53 Stück. Okay. Ich höre überall Zombies. Ja. Ja, die kommen wahrscheinlich auch hier runter gerade. So, nehmen wir mal... Oder kann man hier unten auch eine Fackel herstellen? Ja klar, also Fackeln kannst du immer herstellen. Ja, brauchst dann... nur Holz dabei. Ja, dann habe ich ja Holz und Schleim. Ja, Holz und Schleim, genau. Das sind die Zutaten dafür sozusagen. Natürlich, Holz und Schleim. Klar, ne? Womit man sich immer womit die Fackel herstellt. Womit man halt sonst auch so eine Fackel macht. Ja. Ah, guck mal, da unten. Ah, ach, da bist du auch gerade. Hier ist ein Durchgang. Da können wir... Ja. Bin jetzt gerade dabei, drauf zuzubuddeln. Ich habe kein Eisen gefunden, ey. Das ist unglaublich. Das ist echt bitter gerade hier. Habt ihr auch so eine Anzeige unter eurer Karte? Von wegen 7 Enemies Nervy? Ja, das ist mein Radar, was ich habe. Ah. Was? Ja, ich habe so ein Radar zur Verfügung gestellt. Das sieht man jetzt auch, wenn ich mein Inventar wegmache. Da steht, wie viele Gegner in der Nähe sind. Ich habe immer so ein Radar gefunden. Ohne Ende. Oh, da muss da vielleicht auch eine Höhle sein irgendwo. Wenn die da irgendwie hinkommen. Aber ich glaube, die kann ich nicht alle einzeln töten. Also. Oh, ich habe nochmal Zinn gefunden hier. Oh, hä. So, jetzt kommt mal hoch, ihr komischen Viecher hier. En garde. En garde. Okay, ich muss noch eine Etage tiefer buddeln, sonst, Ah, Zinn, mit Zinn kann ich nichts anfangen. Nee? Da ist noch was. Ja, schon. Das ist jetzt nicht so, dass ich denn weinen werde, weil es Zinn ist, aber... Hätte mir wäre auch ein bisschen komisch, Eisen ja. Finden. Genau, Zombie, springt mal alle hoch, ich töte euch von oben. Passt wunderbar. Sehr gute Maßnahme. Ja, bei mir ist nichts los, ne? Tote Hose. Ja, du würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier gleich so Stroh irgendwie noch durch die Gegend fliegt. Negativ. Wir werden schon irgendwann auf Eisen stoßen. Eisen ist wichtig.
Eieiei. Ansonsten kann sich ja irgendeiner mal dran machen, schon draußen irgendwie das Haus zu bauen. Ja, Zombie. Stirb, stirb, stirb. Boah, der ist ganz schön stark. Du solltest nicht zu nah ran. Alter Schwede. Oh, ich sehe dich da unten. Soll ich helfen? Ja, du, wenn du möchtest, kannst du ruhig runter. Ich komme nicht runter. Hier sind noch 4 Stück in den Strand. Ach du Kacke. Okay, ich komme. Komm zu mir. Oh, oh. Jetzt habe ich sie. Hilfe. Kommt hoch, ihr blöden Dinger. Kommt. Da liegt eine Münze. Deswegen, wir brauchen stärkere Waffen. Kommt jetzt zu mir? Nee. Wir verlieren halt ein bisschen Geld. Wir oder die? Das ist gut hier. Die Stelle ist gut hier. Die sind zu doof und versuchen dann zu mir hochzukommen. Mein Gott, sind die dumm. Dumm, die dumm. Ach du Scheiße, jetzt hat er es geschafft. Ich hab ihn trotzdem. Ich geh mir das mal ansehen. Hallo, ich bin hier nicht Fernsehen. Ah, okay. Oh, was? Der hat sich da hoch teleportiert. Irgendwie. Hey, geh weg, das ist mein Kill. Total. Sie war fast tot, ne, aber... Ich? Nein. Nein. Ich war nicht fast tot. Oder hast du mich geheilt? Nein, war ich nicht. Nein. Komm, jetzt hol den da unten auch. Na komm jetzt. Komm, ich warte. Komm nicht. Oh. So, was hast du denn da unten gefunden, dass die da so... Ich trauere mal kurz an deinem Grabstein. Sein oder sonst irgendwas. So, da ist ein Glubschauge. Fledermaus! Nee, Glubschauge. Hier ist ein Glubschauge, tatsächlich. Sind denn... Braucht ihr da Hilfe oder soll ich hier weiter mal machen hier oben? Mach mal. Glubschauge. Ich glaube, ich komme hier mit dem Auge ganz gut klar. Ja, ich habe auch gerade ein Glubschauge hier. Stimmt. Ich will jetzt wissen, was hier hinter dem Schwarzen ist. Oh, hinter dem Schatten. Wie komme ich denn jetzt zu euch hier runter? Ihr habt ja alles zugebuddelt hier. Nee, ja, du musst nur die eine da. Stelle. Da, wo ich also bin. Also ich habe so ein bisschen Zweig gebuddelt, genau. Ja, ich sehe das schon. Ach so, da geht's auch lang. Oh, so. Da ist das wahr? Könnt ihr hier... Ah, da kommt ein Zombie. Komm doch. Antwort allen menschlichen Daseins. Eins? Wieso habe ich nicht die Eins? Ach doch, habe ich. Ey, der Zombie. Oh, der will mich gar nicht. Hey. Oh, Scheiße. Nicht jeder will dich. Oh Mann. Aber ein Zombie? Hallo? Fackel. Nee, ich will nach unten schießen. Ich will da nicht reinspringen. Der Zombie ist so blöd. Eisen. Was passiert, wenn ich da jetzt reingehe? Dann haut er mich tot, oder? Probier's aus. Ich muss es ausprobieren, echt mal. Nein. Wie in so einem das ist mein Charakter, ja? Das ist. Genau, wieso? Hier liegt überall Stroh rum, Film. Ein Schleim. Warum hast du eine Maske an? Alarm, Schleim. Nein. Lass mal weiter. So. Sansara has defeated the 50th Grünschleim. Oh, war das ein Erfolg? Ja, das ist anscheinend ein Erfolg. Heutzutage schon alles als Erfolg gewertet wird. Ich bin mit der U-Bahn gefahren. Erfolg. Erfolg euch auf ganzer Linie. Level complete. Das hat auch gleich eine Steam-Münze gegeben, ne? Hä? Ich will auch eine Steam-Münze. Was sagt eigentlich unser Tic-Tac? Den Tic-Tac sagt 19 Minuten. Na. Guck mal, hier ist hier unten noch irgendwas. Das sieht so komisch aus. Ich brauche eine Fackel. Ah, nee, es scheint nur... normaler Stein zu sein. Schade. Du musst weiter runter. Nein, ich habe ja auch gerade Erz gefunden an der Seite. Aber Eisen, ich muss das auch mal am besten verarbeiten. Also deswegen gehe ich mal nach oben. Gott, ist das weit, ey. Könnten wir nicht einfach gerade runterbuddeln und dann mit irgendwelchen Mit einer Rope habe ich. Also ich habe noch 76 Einheiten Rope. Warum, wo hast du die denn her, so viel? Die sind so aus Kisten. Ah, du hast falsche Richtung. Du hast die... Ach, du... Du hast die ganzen Kisten gefunden, ja. Da, wo ich die Kisten hatte, genau. Boah, und das und totale Labyrinth hier. Einen geraden Tunnel runter oder sowas und dann, Ja, dann baut man nach links und rechts, links und rechts, links und rechts. So genau. Wie wir es immer gemacht haben, ne? Eigentlich. So, ich gehe mal nach oben. Das ist nämlich am helllichten Tag. Dann kann ich ein bisschen was schmelzen. Und ein paar Blubbel sammeln.
Boah, ich habe so viel Dreck, ich baue mir ein Riesenhaus da draus. Das Dreckshaus. Das Dreckshaus. Ein Eisenbahn habe ich hingekriegt. Ein Komm her, du Blubbel. Ein Zinnbreitschwert macht 9 Schaden. Echt? Was brauche ich denn lieber dafür? 8 Barren? What? Ach, habe ich wieder so einen Zipfel hier vergessen? Ja. Ey, was ist hier bloß los, ey? Da abbauen. Ja, aber wir sind auch eigentlich am Ende unserer Folge und in Hackbart überbleibt der Abschiedsgruß. Ich muss jetzt gehen. Nein, schön, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Wir hatten jede Menge Spaß, auch wenn wir hier nicht gerade erfolgreich irgendwie gerade sind, habe ich das Gefühl. In dieser. Das liegt bestimmt an mir. Sehr verwinkelten Höhle. Nein, an dir kennst du. Also ich glaube, an den ganzen Proberunden, die wir sonst bisher mal so hatten, also wo wir es mal selber gespielt haben, um auszuprobieren, waren wir irgendwie schneller mit Sachen voll. Ja, gepackt. Gut, aber es soll auch nicht daran liegen, es ist ja ein Just for Fun Game und deswegen werden wir einfach weiterspielen. Ja, yeah, und ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, das in der nächsten Folge verfolgen, wie toll wir doch gut unterwegs sind. Wir verabschieden uns auf jeden Fall von euch, wünschen euch einen schönen Tag und sagen Tschüssikowski. Bis denne. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.